In diesem Trainingsmodul lernen Sie die Grundlagen der Bedienung dieser Dampflokomotive. Sie werden die Dampflokomotive Stanier Class 8F fahren. Wenn Sie bereit sind, klettern Sie auf die Bodenplatte. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Bereiten wir die Lokomotive auf die Abfahrt vor. Stellen Sie den Richtungsschalter in die Position voll vorwärts. Sie benötigen die gesamte Verfügung. Diese Lokomotive hat eine Kombinationsbremse, die sowohl die Dampf- als auch die Vakuumbremsen steuert. Dampfbremsen sind nur für die Lokomotive einsetzbar. Vakuumbremsen für den Rest des Zuges, sofern er mit Vakuumbremsen ausgestattet ist. Die Bremsen lösen sich, wenn ein Vakuum erzeugt wird. Der Lokführer kann den Bremshebel nutzen, um das Vakuum zu beseitigen, wodurch die Bremsen angelegt werden. Um Unterdruck für die Unterdruckbremsen zu erzeugen, verwenden wir die Auswerfer. Der kleine Auswerfer sollte bei fahrendem Zug geöffnet bleiben, während der große Auswerfer verwendet werden kann, um das Vakuum nach dem Ankuppeln oder starken Bremsen schneller zu erhöhen. Öffnen Sie die Zylinderhähne, um jegliches Wasser aus den Zylindern auszulassen, nachdem die Lokomotive stehen gelassen wurde. Wasser in den Zylindern kann die Lokomotive beschädigen, da es nicht wie Dampf komprimiert. Der Regler wirkt bei Dampfloks wie der Leistungsregler. Er steuert, wie viel Dampf in die Zylinder abgegeben wird. Wird zu früh zu viel Leistung zugeführt, kann dies zu Radschlupf führen. Also erhöhen Sie die Leistung langsam. Bewegen Sie den Richtungswender in die Richtung des mittleren Gangs. Das reduziert den Dampfeinlass in die Zylinder und halten Sie an der angegebenen Position. Halten Sie an der angegebenen Position. Nutzen Sie die Kombinationsbremse, um etwas Bremskraft anzuwenden und den Zug zu einem Halt zu bringen.
Gute Arbeit! Damit wären wir alle Grundlagen der Bedienung einer Dampflokomotive durchgegangen. Aber es gibt noch viel mehr zu lernen. Wenn Sie mehr über die Bedienung eines bestimmten Zugs erfahren möchten, suchen Sie nach dem Trainingsmodul im Trainingszentrum.